Ihr seht es, ich bin aktuell unterwegs und eigentlich ist das perfekte Wetter, um zu Hause zu bleiben, um zu traden, denn es ist einfach windig, es ist regnerisch, ausgerechnet jetzt natürlich zur Videoaufnahme nicht, deshalb ganz lieben Dank nach oben. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Ob das jetzt mit der Börse auch ganz gut klappt, das werden wir sehen. Ich hatte vor dem Wochenende ja etwas angekündigt, was auf jeden Fall eine spannende Geschichte ist, nämlich der DAX, dem wir ja eine Chance zumindest mal einräumen, dass der Kurs weiter nach oben geht. Vielleicht schaut ihr euch das mal an. Heute kann ich euch kein Chartvideo zeigen. Aber ihr wisst ja, worauf ich achte. Denkt mal dran, der Markt war nach oben sehr, sehr dynamisch unterwegs mit einem Schub nach oben und hat jetzt wieder eine Korrektur, im Moment zumindest mal so halbwegs im Petto, und die sich dann vielleicht für einen neuen Einstieg dann eben nutzen lässt. Deshalb schaut mal, ob euch das vielleicht was sagt, wenn ihr hier drauf guckt. Zumindest mal die Chancen dafür sind nicht schlecht. Ansonsten kann man sagen, dass Amerika etwas uneinheitlich ist. So richtig ein klares Bild ist es da nicht zu sehen. Der Nasdaq ein wenig anders als die anderen Indizes. Grundsätzlich gesehen allerdings kann man sagen, dass wir wahrscheinlich mit Päuschen oder ohne wohl noch ein bisschen mehr Chancen nach oben haben aktuell. Das heißt nicht, dass die grobe Korrektur, die wir ja eigentlich sehen, im übergeordneten Bild nicht schon längst rum ist. Das muss ich gestehen, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht, dass das der Fall ist. Ihr habt es wahrscheinlich am Wochenende mit dem Video gesehen, was ich ja hier auch auf finanzmarktwelt.de dann veröffentlicht habe. Schaut euch das gegebenenfalls nochmal an, um einen Eindruck für den Chart dann eben zu gewinnen. Aber jetzt so für den Augenblick ist es ein bisschen verworren und wir müssen da mal schauen, was da passiert. Da gefällt mir der DAX eigentlich ganz gut. Wer aber noch was ganz anderes sucht, der könnte sich auch Crude Oil mal angucken. WTI beispielsweise oder CL als Future oder welches Instrument ihr da auch immer zugrunde nehmen wollt. Dort hatten wir eine schöne Aufwärtsbewegung nach dem jetzt etwas deutlichere Abwärtsschub, den wir da gesehen haben. Jetzt ein wenig zumindest mal die Chance, dass die Abwärtsseite vorläufig zumindest mal in Pause ist. Wir sind relativ zügig nach oben. Das sieht recht impulsiv aus. Das heißt, Rücksetzer dort, insbesondere korrektive Rücksetzer dort, würde ich eigentlich ganz gerne mal nutzen. So, das mal von hier von unterwegs. Ich hoffe, dass euch das ein wenig eine Inspiration gibt, auf was ihr gucken könnt, wie ich da auf den Chart gucke. Das habt ihr in vielen Videos sicherlich schon gesehen. Wenn ihr mehr dazu haben wollt, dann guckt euch das mal an, ob ihr nicht mit dem Born for Trading, was wir ja im Moment hier kostenfrei anbieten, nutzt das Ganze. Dann kriegt ihr auch Informationen, Chart-Videos oder manchmal auch Screenshots und Nachrichten eben aufs Smartphone und seid dann eben auch unterwegs mal informiert. Könnt euch schon vorbereiten, wenn ihr dann an den heimischen Arbeitsplatz eben kommt. Habt ihr alles schon im Griff. Na, so zumindest mal der gute Wille. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Den Trade des Tages, den muss ich euch heute leider vorenthalten, denn ich bin ja unterwegs. Aber morgen wird es den natürlich auch wieder geben. Deshalb, ich freue mich auf euch. Bis dann.